Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Heute mit diesen Tagesthemen. Wut und Empörung. Griechen wollen Sparpaket verhindern. Geld und Freundschaft. Deutschland und China wollen engere Beziehungen. Und Sein und Schein verschollener Chaplin-Film sorgt für Aufregung. Vor einer guten Stunde erreichte uns diese Nachricht. Ein Selbstmordkommando der Taliban hat ein Luxushotel in Kabul angegriffen. Mehr als 10 Menschen sollen getötet oder verletzt worden sein. Das Intercontinental wird von vielen ausländischen Regierungsvertretern und westlichen Journalisten bewohnt. Unser Korrespondent Markus Gürne war heute Abend zum Glück nicht in dem Hotel, aber sein engster Mitarbeiter. Markus Gürne, was weiß man bislang über den Hergang der Ereignisse? Wie ist die Lage im Moment? Es ist jetzt mitten in der Nacht bei Ihnen. Ja, es ist 12:30 hier im Moment und das ist völlig unübersichtlich, was im Moment passiert. Sicher ist nur, dass vor etwa 1,5 Stunden ein Selbstmordkommando der Taliban dieses Hotel, das im Westen der Stadt liegt und eigentlich unglaublich gut gesichert ist, gestürmt hat. Man muss sich das so vorstellen, es gibt eine etwa 1 Kilometer lange Rampe, die nach oben zu diesem Hotel führt. Es gibt dort 4 Checkpoints. Und die Angreifer haben wohl diese Rampe überwunden und auf der anderen Seite sind sie durch den Garten, der aber eigentlich auch schwer gesichert ist, und über den Swimmingpool ins Hotel eingedrungen, haben dort wild um sich geschossen, in der Lobby, im Restaurant möglicherweise auch und auch in der sogenannten Hochzeitshalle, wo viele Briefings von internationalen Gästen und afghanischen Würdenträgern stattfinden. Dieses Hotel ist voll mit Ausländern normalerweise und es ist auch voll mit afghanischen Würdenträgern, denn es fand in den vergangenen beiden Tagen eine Afghanistan-Konferenz statt, wo es darum ging, die Übergabe der internationalen Truppen an die Afghanen zu begleiten, zu planen und auch letzte Details zu klären. Also ein durchaus symbolischer Akt und wie gesagt, die Lage ist im Moment völlig unübersichtlich. Es heißt, es gibt zahlreiche Tote, unbestätigten Meldungen zufolge soll es sich bisher um 10 handeln, aber es kann gut sein, dass die Anzahl der Opfer noch weiter nach oben geht. Und was unseren Mitarbeiter anbelangt, Gott sei Dank, war er zu dem Zeitpunkt des Angriffs nicht mehr in diesem Hotel. Ganz kurz noch, die Taliban haben sich fast umgehend zu diesem Anschlag bekannt. Warum gerade dieses Hotel? Das haben Sie gerade erklärt. Aber warum dieser Zeitpunkt? Der Zeitpunkt und auch das Hotel, das ist, kann man durchaus, glaube ich, mit einer hohen Symbolik verbinden. Das Hotel ist ein Prestigeobjekt dieser Stadt. Seit 1969 ist das Hotel, die erste Adresse sozusagen in Kabul. Und in eben diesem Hotel finden eben auch sehr viele internationale Tagungen statt. Wie ich eben schon sagte, eben auch jetzt eine Tagung zum Beispiel, aber auch mit Beteiligung des Sondergesandten aus Deutschland, Michael Steiner, der auch Gott sei Dank nicht mehr in diesem Hotel ist, aber andere Würdenträger, die in diesem Hotel sind. Also ist eine hohe Symbolik und auch ein Zeichen von Macht und Stärke von Afghanistan und auch von der Sicherheit. Und das wollten die Taliban treffen und das ist ihnen offensichtlich auch gelungen. Markus Gürne, vielen Dank nach Kabul. In Griechenland, da liegen die Nerven blank. Streiks und Steinwürfe bestimmten heute das Stadtbild in Athen. Die Bevölkerung ging auf die Barrikaden, um in letzter Minute das neue, fast 80 Milliarden Euro schwere Sparpaket der Regierung Papandreou zu verhindern. Morgen soll das Parlament darüber entscheiden. Stimmen die Abgeordneten mit Nein, so ist Griechenland in 2 Wochen pleite. Denn EU und IWF wollen die nächste Kredittranche erst auszahlen, wenn das Sparpaket verabschiedet ist. Die Wut darüber, dass die Sparpläne ihrer Meinung nach vor allem die kleinen Leute treffen, trieb tausende Griechen vor das Parlamentsgebäude in Athen. Über den Protest am Vorabend der Abstimmung Rüdiger Baumann. Antonios Delichratzios gibt Interviews, er kämpft. Die griechische Postbank soll privatisiert werden und das will er verhindern. Der Filialleiter hat in Deutschland studiert. Heute protestiert er als Gewerkschafter gegen die Idee, die profitable Bank zu verkaufen. Das ist ein Unsinn. Woher wird dann der Staat Einkommen haben, damit der Staat die Schulden zahlt? Die Postbanker streiken, genau wie die Hafenarbeiter in Piräus. Die Fluglotsen machen Geschäftsreisenden und Urlaubern Kopfzerbrechen. Und die Zugführer und Busfahrer legen den öffentlichen Nahverkehr lahm. Alle sind gegen das Sparpaket. Für die Griechen soll ein Soli kommen zwischen 1 und 4% je nach Einkommen. 5% zahlen Minister, Abgeordnete und hohe Beamte. Freiberufler pauschal 300 Euro pro Jahr. Der Steuerfreibetrag sinkt von 12.000 auf 8.000 Euro. Und aus den Privatisierungen sollen insgesamt 50 Milliarden in die Staatskasse fließen.
Antonios Delichatzios reiht sich mit seinen Postbankgewerkschaftern in den Demonstrationszug der anderen Gewerkschaften. Sie haben ein klares Ziel. Der Vorschlag ist, dass die Regierung die Leute hören muss und auch die europäischen Bürger solidarisch zu den Griechen zeigen. Zu Tausenden ziehen sie Richtung Parlament. Gemeinsam sind sie stark. Dann plötzlich erste Steine fliegen. Manchmal sind es, so wird gemunkelt, gezielte Provokationen, damit die Polizei gegen die Demonstranten vorgehen kann. Bisweilen Gewalttätigkeiten direkt vor den Kameras der internationalen Berichterstatter. Heute sollen Anarchisten auf Rechtsradikale getroffen sein. Die Gewalttäter haben Antonios Delichatzios und den Rest der friedlichen Demonstranten vertrieben. Erst am Abend beginnt sich der Syndagma-Platz wieder zu füllen. Wut, Verzweiflung und Gewalt. Die Griechen wollen nicht noch mehr sparen. Mit Macht begehren die Menschen gegen etwas auf, das ihre Regierung und die EU für unabwendbar halten. Mit ebenso verzweifelten, anmutenden Appellen warb die Regierung heute um Zustimmung für ihre Position. Denn der Ausgang der Abstimmung ist ungewiss. Die Opposition will bei ihrem Nein bleiben. Auch in den Reihen der regierenden Sozialisten, die lediglich mit einer 5-Stimmen-Mehrheit regieren, gibt es Widerstand gegen das ultraharte Sparprogramm. Den hatte Papandreou mit einer Regierungsumbildung und der Vertrauensfrage brechen wollen. Offenbar nicht in jedem Fall erfolgreich. Bernhard Wabnitz. Wenn er sich erinnert, so war sein Leben vor allem Kampf um Rechte, um Menschenrechte. Panayotis Kouroublis ist blind. Er ist Abgeordneter der sozialistischen Regierungspartei PASOK. Was er aber hört vom Sparpaket seines Ministerpräsidenten, das passt ihm nicht. Er will mit Nein stimmen morgen. Wir müssen das soziale Modell Europas bewahren, denn am Ende bezahlt sonst nicht nur Griechenland, sondern alle Völker Europas erleiden das Martyrium des chinesischen Modells. Kouroublis war jahrzehntelang Anwalt der Behinderten. Er forderte ihre Gleichstellung und ihr Recht auf Arbeit zu einer Zeit, als Griechenlands Obrigkeit noch gewohnt war, Polizei zu Hilfe zu rufen gegen die, die sich auf die Rechte der Verfassung stützten. Es waren die ersten Jahre einer noch unsicheren Demokratie. Kouroublis wurde von Papandreous Vater, damals wieder Sohn, heute Ministerpräsident, für seinen Einsatz geehrt. Gegen den Sohn will er jetzt stimmen. Gefeiert wurde der Rebell stets wegen der Festigkeit seiner Überzeugungen. Doch heute hat er seine alte Sicherheit verloren, er ringt mit sich. Soll er die entscheidende Stimme sein? Und im Familienbund will er von seinem Sohn wissen, was ist gut für die Zukunft. Was denkst du? Was soll ich tun? Was rätst du? Du weißt doch, was die, die dich gewählt haben, von dir erwarten. Tu deine Pflicht. Kouroublis ist einsam geworden in diesen Tagen der Krise und die Gespräche mit der Familie werden intensiver. Es ist ein Dilemma, in dem ich stehe, aus dem ich keinen Ausweg finde. Man verlangt von mir, einen Vertrag zu unterschreiben, von dem ich nicht überzeugt bin, dass er mein Land aus der verzweifelten Lage führt, in der es heute steht. Im Parlament warten die Abgeordneten der PASOK mit Spannung auf seinen Auftritt. Wird er bei seinem Nein bleiben? Kouroublis greift an wie gewohnt. Die Regierung versagt in der Schuldenkrise, sagt er. Arbeitsplätze gehen verloren, die Einkommen sinken, die Wirtschaft schrumpft. So kann es keinen Ausweg geben. Er spricht vor fast leeren Rängen. Keine gute Zeit für Propheten. Und nach der Sitzung trifft er sich in seinem Büro mit seinen Referenten, Projektgespräche. Unter dem Bild von Papandreous Vater erklärt er noch einmal, warum er dem Sohn die Zustimmung verweigert. Er traut ihm keine Zukunftsvision zu. Griechenland braucht ein Wachstumsprogramm unter strengster Beobachtung. Es braucht Investitionen, damit wir innovative Produkte anbieten können, wenn wir unsere Schulden schließlich bezahlen wollen. Und so sieht sich der störrische Alte sogar als Erneuerer. Und er glaubt fest daran, dass die Überzeugungen der Väter mehr Zukunft bieten als das Taktieren der Söhne. Der Widerstand gegen das Sparpaket ist enorm. Bernhard Wabnitz in Athen, politisch, aber auch auf der Straße. Wie stark sind die Proteste jetzt zu dieser Uhrzeit noch?
Ja, es nimmt im Moment wieder zu. Ich bin ungefähr Luftlinie 300 Meter vom Parlament entfernt. Auch deswegen, weil heute zwei Ü-Wägen abgefackelt wurden, haben wir uns in etwas sicheres Gebiet begeben. Es stehen mehrere hundert Motorradsoldaten im Dunkel hinter mir. Und ab und zu hört man die Schüsse von Tränengas, weil immer wieder versuchen Chaoten. Im Moment wird auf dem Syntagma-Platz eine Veranstaltung durchgezogen. Es ist ein Songfestival. Immer wieder versuchen Chaoten, ähnlich wie heute Mittag, in diese Veranstaltung hineinzukommen und Unruhe zu stiften. Insofern kann es noch eine unruhige Nacht werden. Sie wollen Druck ausüben auf die Abstimmung morgen. Wie sicher kann sich Papandreou sein, dass Griechenland in zwei Wochen noch zahlungsfähig ist? Also es wird die Nachricht verbreitet, dass er relativ sicher sein kann. Es gibt zwar 3, vielleicht sogar 4 Abtrünnige, aber von diesen Abtrünnigen rudern auch schon wieder einige zurück, sodass man letztlich erwarten kann, dass er mit knapper Mehrheit dann am Ende doch die Abstimmung gewinnt, zumal auch einige Abgeordnete der Opposition signalisieren, wenn es tatsächlich Spitze auf Knopf kommt, dann doch für das Programm zu stimmen. Und vor allen Dingen gibt es ein hoffnungsfrohes Signal aus der Opposition, die sich ja bisher stets verweigert hat. Sie sagte, bei den Durchführungsbestimmungen wolle man zusammenarbeiten. Es würde aber keinen Sinn machen, dieses Signal zu setzen, wenn man morgen die Zustimmung verweigert. Also ich denke, Papandreou kommt durch. Ja, für diese Information eine Einschätzung von Ihnen aus Athen, Bernhard Wabnitz. Vielen Dank. An den Hilfen für Griechenland ist auch der Internationale Währungsfonds beteiligt. Und an der Spitze dieser Institution wird nun erstmals eine Frau stehen. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Marc Bartor. Der Verwaltungsrat des Währungsfonds wählte die französische Finanzministerin Christine Lagarde zur neuen geschäftsführenden Direktorin. Sie tritt die Nachfolge von Dominique Strauss-Kahn an, der Mitte Mai wegen Vergewaltigungsvorwürfen zurückgetreten war. Die Entscheidung im Washingtoner Hauptquartier fiel schneller als erwartet. Am frühen Nachmittag Ortszeit kam die Bestätigung. Der IWF hat Christine Lagarde gewählt, für volle 5 Jahre, sagt der Sprecher. Die erste Frau an der Spitze des Finanzinstituts, Dienstbeginn 5. Juli. Tage zuvor hatte auch sie sich im IWF vorgestellt, soweit dies denn noch nötig war, und für sich geworben. Der Fonds sollte künftig schneller und effizienter reagieren und besser legitimiert sein, sagte sie. Das würde vieles verbessern und wäre im Sinne der begonnenen Reformen. Als ein Unterstützer bekannte sich zuletzt auch US-Finanzminister Geithner. Damit war die Mehrheit sicher. Gegenkandidat Carstens aus Mexiko gelang es nicht, die IWF-kritischen Stimmen, vor allem der Schwellenländer, zu vereinen. Der Aufstand im Währungsfonds ist ausgeblieben. Die Bundesregierung will den NATO-Einsatz in Libyen mit Munitionslieferungen unterstützen. Verteidigungsminister de Maizière sagte, es gebe eine Anfrage der Allianz und er habe entschieden, sie positiv zu beantworten. Nach Angaben seines Ministeriums geht es um Bauteile für Präzisionsmunition. Deutschland ist an dem Libyen-Einsatz nicht beteiligt. Die Opposition sprach deshalb von einer Teilnahme an der NATO-Mission durch die Hintertür. Das Bildungspaket für Kinder hat einen Großteil der Berechtigten noch immer nicht erreicht. Nach Angaben von Arbeitsministerin von der Leyen haben bislang lediglich 25-30% der Bedürftigen Leistungen beantragt. In Berlin haben Bund, Länder und Kommunen heute eine Zwischenbilanz gezogen. Um künftig mehr Hartz-IV-Empfänger zu ermutigen, soll das Antragsverfahren für Hilfen aus dem Bildungspaket vereinfacht werden. An den US-Börsen überwiegt die Hoffnung, dass eine Staatspleite Griechenlands abgewendet werden kann. Das hat die Kurse gestützt. An der Wall Street stieg der Dow Jones auf 12.188 Zähler. Im Plus auch der DAX mit 7.170 Punkten. Die Teuerung in Deutschland ist unverändert hoch. Mehr dazu von Anja Kohl. Weil sich Benzin, Heizöl und Strom erneut verteuert haben, gibt es unterm Strich keine Entspannung bei den Preisen. Im Juni lag die Inflationsrate nach erster Schätzung des Statistischen Bundesamtes bei 2,3%. Bereits im Vormonat Mai betrug sie 2,3%. Die Kauflaune der deutschen Verbraucher hat sich dennoch verbessert. Das zeigt die neueste Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung GfK. Ausschlaggebend dafür ist die geringe Arbeitslosigkeit. Die meisten Verbraucher rechnen damit, dass die Wirtschaft in Schwung bleiben wird. Sie gehen von steigenden Einkommen aus, planen deshalb auch größere Anschaffungen. Von der Schuldenkrise in Europa lassen sich die Verbraucher bisher kaum verunsichern. Ihre Stimmung ist ungetrübter als die der Investoren an den Finanzmärkten.
Es ist ein Ereignis von großer Symbolkraft, wenn der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao mit 13 Ministern und einem Tross von 300 Personen nach Berlin reist zu den ersten gemeinsamen Regierungskonsultationen. Die Verabredung zu solchen regelmäßigen und intensiven Treffen hat Deutschland bisher nur mit 7 anderen Ländern, darunter Frankreich, Italien und Russland. Das chinesische Aufgebot zeigte eines schon vorab. Die beiden Nationen haben Großes miteinander vor, nicht nur wirtschaftlich. Und das kann man, wenn man will, auch am Umgang miteinander sehen. Christiane Meyer. Sie bringt ihn zum Lächeln. Er lässt ihr schon mal den Vortritt. Und beide lassen sich gerne von der Wirtschaft bejubeln. Vor allem aber eint die beiden Regierungschefs Merkel und Wen Jiabao ihr strategisches Denken. China braucht einen starken Partner in Europa, Deutschland den Export. Beim Wirtschaftsforum fordert Wen Jiabao selbstbewusst gebührende Anerkennung als größte Wirtschaftsmacht. Unsere ideologischen Differenzen und die Unterschiedlichkeit der Systeme überwinden wir nur in einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Alles eine Frage der Perspektive. Die Kanzlerin und der chinesische Ministerpräsident jedenfalls geben sich größte Mühe, in die gleiche Richtung zu blicken, nach vorn. Augenhöhe signalisieren die Regierungskonsultationen selbst, auch wenn dem neuen Team noch alte Konflikte im Nacken sitzen, wie Strafzölle, Cyberattacken oder Subventionen. Nach dem Empfang mit militärischen Ehren spricht die Kanzlerin von einem neuen Kapitel der Beziehungen. Wen Jiabao will gar Euro-Anleihen kaufen, um Europa und Deutschland zu helfen, wenn nötig. Wenn Europa Schwierigkeiten hat, dann strecken wir die helfende Hand aus. 14 Verträge schlossen Deutschland und China heute ab im Wert von mehr als 10 Milliarden Euro. Darunter der Verkauf von 62 Airbussen. VW, Siemens und Daimler machten ebenfalls Geschäfte. Das Handelsvolumen soll sich bis 2015 auf 200 Milliarden Euro erhöhen. In Deutschland beginnt China jetzt verstärkt zu investieren. Beispiel Sany, der chinesische Baumaschinenkonzern, hat gerade in Bedburg bei Köln eine erste Werkshalle in Betrieb genommen. Hier soll künftig die Europazentrale der Firma entstehen mit 600 Mitarbeitern. Man hat sich dann ganz bewusst für Deutschland entschieden, weil der Slogan Made in Germany in China eine unheimliche Präsenz hat. Man ist unheimlich stolz darauf, dass man mit deutschen Unternehmen zusammenarbeitet, dass man in Deutschland anerkannt wird. Vom deutschen Know-how will China profitieren und nach deutschen Standards Qualität produzieren. Auch auf deutsche Computertechnologie hat ein chinesisches Großunternehmen sein Auge geworfen. Der Konzern Lenovo will den Aldi-Zulieferer Medion noch in diesem Jahr zu 51% übernehmen. Von der schönen neuen deutsch-chinesischen Wirtschaftswelt lässt sich die Kanzlerin nicht vollends blenden. Aber ausgerechnet, als sie die Menschenrechtsfrage anschneidet, versagt die deutsche Technik. Wen Jiabao hört auf diesem Ohr erst mit Hilfestellung. Wir haben es begrüßt, dass der Künstler Ai Weiwei freigelassen wurde, genauso wie Hu Jia. Aber wir haben auch darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass jetzt ein transparentes Verfahren für Ai Weiwei folgt. Geredet wird schon über Menschenrechte, unterschrieben werden aber Wirtschaftsvereinbarungen. Das stört es auch nicht, dass vor der Türe Demonstranten für Tibet 300 schwarze Luftballons steigen lassen. Als Symbol für 300 tote Mönche. China boomt, doch unter der Oberfläche brodelt es. Denn dass das Land heute Wirtschaftsverträge in Milliardenhöhe abschließen kann, hat es auch ihnen zu verdanken, den fast 200 Millionen Wanderarbeitern. Sie schuften für einen Hungerlohn, ohne medizinische Versorgung, ohne Schulbildung für ihre Kinder. Früher kamen sie, wenn sie gebraucht wurden und gingen zurück aufs Land, wenn es keine Arbeit mehr gab. Doch Äcker, zu denen sie zurückkehren könnten, haben sie nicht mehr. Stattdessen leben die Wanderarbeiter dauerhaft am Rande großer Städte, unter menschenunwürdigen Bedingungen, gegen die sie inzwischen immer häufiger aufbegehren. Über die zwei Seiten der chinesischen Gesellschaft, Christine Adelhardt. Chinas Wohlstandsseite. Teurer Schmuck, edle Kleider, dicke Autos. Konsum und Kommunismus. In China passt das prächtig zusammen. Die Wirtschaft boomt, der Mittelstand wächst, auch deutsche Hersteller profitieren davon. Chinas Armutsseite. Am Stadtrand leben die Wanderarbeiter. 150 Millionen Menschen sind vom Land in die Städte geströmt, so wie Zheng Huping und seine Familie. Küche, Wohn- und Schlafzimmer, alles in einem Raum. Seit 16 Jahren leben sie in Peking.
immer noch Bürger zweiter Klasse. Der Status der Wanderarbeiter ist beschämend. Sie haben den größten Beitrag für die Industrialisierung des Landes geleistet und sind immer noch benachteiligt. Ihre Integration ist die entscheidende Frage für die Modernisierung des Landes. Dabei geht es nicht nur um Menschenrechte, sondern das ist eine wirtschaftliche Frage. Tagsüber arbeitet Herr Cheng auf dem Bau, abends betreibt er einen Essensstand auf der Straße. Illegal, denn eine Konzession darf er nicht beantragen. Er ist in Peking nicht gemeldet. Damit hat er auch keinen Anspruch auf Sozial- und Krankenversicherung, keine kostenlose Schulbildung für seine Kinder. Bei der Schulbildung gibt es große Unterschiede zwischen Einheimischen und Wanderarbeitern. Die Einheimischen besuchen die staatlichen Schulen, uns fehlen dafür die nötigen Dokumente. Geschätzt 100.000 Kinder besuchen allein in Peking Wanderarbeiterschulen wie diese. Alles illegale Einrichtungen, aber der Staat schaut weg. Für seine Tochter muss Herr Cheng Schulgeld bezahlen, obwohl er als Wanderarbeiter ohnehin nicht viel verdient. Die Lehrer, auch Wanderarbeiter, schlecht ausgebildet. Die Folge, das Leistungsniveau entsprechend niedrig. Viele Kinder brechen die Schule vorzeitig ab. Finanziell werden wir von der Regierung nicht unterstützt, sondern müssen mit den geringen Schulgebühren auskommen. Wenn es nicht gut läuft, kann ich die Lehrer nicht entlohnen und Strom und Wasser nicht bezahlen. Die soziale Benachteiligung der Wanderarbeiter führt zu Protesten wie dieser Tage in der Exportregion Guangdong. Hier entlud sich der Frust der Arbeitskräfte vom Land über Diskriminierung, Korruption und schlechte Löhne in tagelangen Straßenschlachten. Hundertschaften der Polizei und sogar die Armee im Einsatz. Die Proteste werden häufiger, doch der Staat setzt bislang auf sein bewährtes Rezept: Härte. In China kann das Handeln der Regierung nicht kontrolliert werden. Das Volk hat keine Garantie, dass seine Klagen gehört werden. Wir haben kein unabhängiges Justizsystem und keine freie Presse. Wegen dieser Probleme unseres politischen Systems wird es schwer, Proteste in der Zukunft zu verhindern. Wirtschaftskraft braucht auch sozialen Frieden. Wie ein autoritäres Regime ihn garantieren kann, bleibt die Herausforderung für diesen Staat. Chinas Machthaber unter Druck. Zu den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen der Kommentar von Stefan Niemann vom Norddeutschen Rundfunk. Regierungskonsultationen auf Augenhöhe sollten es sein. Doch dafür ist die Verbeugung vor den chinesischen Gästen zu tief geraten. So kann Wen Jiabao den Besuch in Berlin als Prestigegewinn verbuchen. Uns bleiben unbequeme Fragen. Wie gehen wir um mit einem autoritären Regime, das jedweden Widerspruch brutal unterdrückt und sein Volk in staatlicher Willkür ohnmächtig hält? Wie stehen wir Deutschen zu einem Land, dessen Führung sich de facto die Formel Fortschritt ohne Freiheit auf die Fahnen schrieb? Welches Verhältnis wollen wir zur kommenden Supermacht China? Die Bundesregierung hat sich erneut vor einer Antwort gedrückt. Die deutsch-chinesischen Gespräche sind im Symbolischen hängen geblieben. Viel großer Bahnhof und Tsingtarasser Bumm, das hat den Gästen sicher gefallen. Da haben die klaren, aber wohl dosierten kritischen Anmerkungen von Angela Merkel und ihren Ministern zu den Menschenrechtsverletzungen in China kaum gestört. Wen Jiabao ließ sich feiern als Kapitän des kraftstrotzenden Exportweltmeisters, als Manager eines beispiellosen Wirtschaftswunders. Sogar den reichen Onkel aus China spielte er geschickt mit Blick auf die Euro-Krise. Das Selbstbewusstsein der Machthaber in Peking ist schier grenzenlos gewachsen. Mit ihren Devisenmilliarden sind moderne Mandarine im Auftrag der Kommunistischen Partei auf Shoppingtour quer durch Europa. Clever und knallhart kaufen sich die Chinesen in Schlüsselindustrien ein und lassen keinen Zweifel, China will Weltspitze sein. Das machten die Gäste aus Peking heute in Deutschland deutlich. Wen Jiabao und seine Delegation treten schon auf wie eine Supermacht. Sie hören höflich zu, dann fahren sie nach Hause und machen, was sie wollen. Stefan Niemann kommentierte. Wir kommen jetzt zum Sport, zur Fußball-WM der Frauen. Mit den USA startete heute einer der Favoriten auf den WM-Titel ins Turnier. Noch einmal die Kurznachrichten mit Marc Bartor. Heute waren die Teams der Gruppe C gefordert. Die USA gewannen ihr Auftaktspiel am Abend in Dresden gegen Nordkorea mit 2:0.
Angeblich nur widerwillig war die Mannschaft Nordkoreas heute mit dem offiziellen WM-Bus angereist. Der Bus wird nämlich von einem südkoreanischen Hersteller und damit vom Erzfeind gestellt. Auf Geheiß von Staatschef Kim Jong-il, die Mannschaft bislang total abgeschottet, heute in Dresden aber der erste öffentliche Auftritt und dann gleich gegen die USA. Zwei unterschiedliche Systeme, auch beim Fußball. Die USA in Weiß setzen eher auf Einzelaktionen, Nordkorea dagegen aufs Kollektiv. Die Chance für Yunmin, die in ihrer Heimat als Heldin der Arbeit gilt. Zur Pause 0:0, alles geleitet von der deutschen Bibiana Steinhaus und nach der Halbzeit die USA zunächst deutlich besser. Mit der edleren Form von Fußball, 54. Minute, Lauren Cheney mit dem 1:0. Die Nordkoreanerinnen, die fast alle beim Armeesportclub Pyongyang unter Vertrag sind, kurz darauf, aber kurz vorm Ausgleich, der Versuch von Ri. Insgesamt den kraftvolleren Eindruck machte jedoch die USA, die logische Folge, das 2:0, 76. Minute, Torschützin Rachel Buehler. Und mehr passierte nicht. 90 Minuten zeigte sich Nordkorea der Öffentlichkeit und verlor dabei 0:2 gegen die USA. Bereits am Nachmittag spielten in Leverkusen die beiden anderen Teams der Gruppe C. Dabei unterlag Kolumbien Schweden mit 0:1. Erstmals seit 12 Jahren steht wieder eine deutsche Tennisspielerin im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Sabine Lisicki hat in Wimbledon den Sprung unter die besten 4 geschafft. Sie schlug die Französin Marion Bartoli in 3 Sätzen. Im Halbfinale trifft Lisicki am Donnerstag auf die Russin Maria Sharapova. Tausende Fans haben Basketballstar Dirk Nowitzki in seiner Heimatstadt Würzburg gefeiert. Am Mittag wurde der 33-Jährige in einer Basketballhalle bejubelt. Am Abend endete die Feier auf dem Residenzplatz der Stadt. Nowitzki hatte vor 2 Wochen mit den Dallas Mavericks den Titel in der nordamerikanischen Basketballliga NBA gewonnen. Ob er bei der Basketball-EM Ende August für Deutschland antreten wird, ließ er heute erneut offen. Als vor 3 Jahren in Buenos Aires eine Kopie des Filmklassikers Metropolis von Fritz Lang mit für immer verloren geglaubten Filmsequenzen auftauchte, da war das eine Sensation, denn normalerweise schreibt sich Filmgeschichte fort und nicht rückwärts. Nun gibt es wieder einen möglichen Sensationsfund. Da steigert ein Sammler für ein Appel und ein Ei eine alte Filmrolle auf eBay und findet darin einen noch nie gesehenen Film mit Charlie Chaplin, einen, den der große Komiker vermutlich selbst auch noch nie zu Gesicht bekam. Morgen kommt die Filmrolle im Londoner Aktionshaus Bornhams unter den Hammer. Annette Dittert über den vergessenen Chaplin-Film. Vor der Kamera ist er der wohl berühmteste Clown der Filmgeschichte. Hinter der Kamera sah das anders aus. Da war Chaplin einer, der sein Team zum Wahnsinn treiben konnte. Ein Perfektionist, der an manchen Tagen dieselbe Einstellung 100-mal wiederholen ließ. Von allen seinen Filmen gab es so endlose Probeaufnahmen, die meisten davon heute verschollen. In diesem Vorort von London aber könnte das Wunder geschehen sein, dass unbekannte Aufnahmen wieder aufgetaucht sind, als nämlich Mo Park auf eBay eine alte Filmdose ersteigerte. Und ich wollte ja eigentlich nur die Dose. Da stand zwar drauf, da ist ein Chaplin-Film drin, aber der hat mich zunächst gar nicht interessiert. Ich hatte ja keine Ahnung, was da wirklich drin war. Das sagte ihm erst sein Freund John, ein Filmproduzent, der sich die alte Rolle ansah. Chaplin ohne Zweifel, aber Szenen, die sie nicht kannten und ein Filmtitel, den sie noch nie gehört hatten. Das war der Moment, wo ich begriff, wir hatten etwas Außergewöhnliches gefunden. Den Film kannte keiner. Keine 10 Minuten ist das ganze Werk. Trickszenen eines Charlie Chaplin, der mit deutschen Zeppelinen kämpft, zusammengeschnitten 1916, mitten im Ersten Weltkrieg. Es gibt natürlich keinen Beweis, dass Chaplin das selbst geschnitten hat. Aber es würde Sinn machen, denn im Ersten Weltkrieg hatte er hier einen schlechten Ruf, weil er kein Patriot war und dieser Film zeigt ihn als einen. Die meisten Chaplin-Kenner sind skeptisch. So viel Material habe er geschossen, das frei verfügbar war. Martin Humphreys, der Teile des Films gesehen hat, hat eine andere Theorie. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass damals jemand verschiedene Teile aus alten Chaplin-Kurzfilmen einfach neu zusammengesetzt hat. Es gab ja so viel Material von ihm. Das wird immer ein Geheimnis bleiben. Mo Park lässt sein Fundstück morgen versteigern. Einstiegspreis 100.000 Pfund, auch wenn er weiß, dass kaum einer glaubt, dass der Film wirklich von Chaplin ist. Solange er mehr bringt als die 3,20 £, die ich dafür bezahlt habe, ist mir das auch egal. Und was hätte Chaplin dazu gesagt? Der alte Perfektionist?
Ich denke, ihn hätte das amüsiert. All diese Aufregung über so ein kurzes Stückchen Film von ihm. Er, meint Martin Humphreys, würde lächeln und sich doch sehr darüber wundern. Und das waren die Tagesthemen am bisher heißesten Tag dieses Jahres, zumindest im Westen Deutschlands. Morgen folgt dann dort auch umgehend das dicke Ende, wie uns gleich Alexander Lehmann berichten wird. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer beginnt um 0:10 Uhr. Und Ihnen noch einen guten Abend.